Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man 2. Ja, ihr wundert euch jetzt, dass ich auch mal hier unten stehe und nicht da oben längst drinne bin. Es liegt daran, mir ist ein kleiner Bug passiert. Und ja, konnte das leider nicht so hinnehmen und habe beschlossen, das nochmal neu aufzunehmen. Ich musste leider nochmal ganz von neu starten, die ganzen Wily Stage nochmal schnell durchrennen, deswegen sieht man auch ein bisschen kleinen Unterschied hier, was ich hier gemacht habe. Ich bin da mal ganz schnell mal alle Stage durchgerannt und hab bis hierhin, ja, fange ich jetzt wieder an aufzunehmen. Naja, viele ohne große Worte, schauen wir uns hier komischerweise immer hin und her um und machen uns direkt mal auf den Weg zum letzten Fight gegen Wily. Zack, okay, ein Kleinholz machen aus dir. Puh. Ich habe mir jetzt schon gedacht, dass das passiert. Aber ich habe jetzt keinen Bock zu losen. So, jetzt bin ich nochmal gespannt, ob der Bug jetzt nochmal kommt. Wenn nicht, dann habe ich jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Dann lasse ich das nämlich so stehen. Das ist mir jetzt auch egal jetzt. Ist nur ärgerlich, dass ich alles von neu anfangen musste, aber naja. Wir fallen in die Tiefe. Au. So, und ja, diesmal nicht. Weil der Bug war folgendes gewesen, denn auf einmal urplötzlich, wo ich hier drinne war, war alles voll. Das fand ich nicht prickelnd und normal und toll, weil ich spiele das Spiel schon auf Difficult. Und wenn schon, möchte ich ja gerne in einem schwierigen Grad auch erledigen. Ende aus Mickey Mouse. Feierabend. So, jetzt wollen wir uns auf den letzten Kampf schon mal auf den Weg machen. So mit epischen... Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ist das vielleicht Magma aus der Erdinneren hier? So, jetzt gehen wir hier runter. Da kommt er, Dr. Wily. Du machst mich wütend, Mega Man. Dr. Wily wurde zu Dr. Alien. Hulka Weiler, oder wie? Penner. Ich erstmal sauber waschen. Abkühlung könnte dir gut tun. Ich bin ein bisschen still, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren auf den Kampf. Zack, zack, zack. Normal, aber ein Tritt in den Arsch. Wollen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Klappt das. Zack, zack. Einfach den Bewegungsmuster im Kopf behalten. Schon hast du den in der Tasche. Komm her. Ein Schuss und du bist tot. Ja, komm. Und tschüss. Ja, und da fliegt der letzte Überbleibsel von diesem Endgegner gerade herum. Dr. Wily natürlich mit seinen hyperdynamischen Augenbrauen dabei am Zucken. Ich töte dich mit meinen Augenbrauen. Komm her. Tja, Wily. Alles kaputt. Ende vorbei wieder mit dir. Ich habe gesiegt. Bla bla. Ja. Und so ging Mega Man wieder nach Hause. Ich weiß zwar nicht, was das beweisen soll, aber wieder versucht er damit irgendwie ist da, glaube ich, so passiert, da irgendwie Dr. Wily die Umwelt hat, was es besorgt hat, und das
Mega Man hat jetzt wieder irgendwie mit seinen Extrawaffen wieder herstellt. Keine Ahnung. Jetzt so. Frühling. Jetzt regnet's wieder. Zum Glück hier nicht. Hier war ja schöner Sonnenschein. Tja, so verschwand Mega Man wieder. Und wir alle hoffen, ist der Frieden hiermit wieder hergestellt? Staff. Nummer 9, Metal Man von Masanori Satou. Nummer 10, Airman von Yuji Kanazawa. Nummer 11, Bubble Man von Takeshi Tanaka. Nummer 12, Quickman Hirofumi Mizoguchi. Nummer 13, Crashman Akira Yoshida. Nummer 14, Flashman von Tomo Yamaguchi. Nummer 15, Heatman von Toshiyuki Kataoka. Nummer 16, Woodman von Masakatsu Ichikawa. Ichikawa? Ich hab da aber nichts zu sagen. Ja, was kann ich zum Spiel sagen? Also ich finde das Spiel echt... Ja, okay, ich habe das Spiel auch öfters genug gespielt, aber ich sag mal trotzdem so, ich finde das Spiel verdammt einfacher als Mega Man 1, sowieso. Vor allem, wenn man Metal Man besiegt hat als ersten, bis man sowieso zum Vorteil gerade. Ja, Grafik, ich bin gerne nicht so ein Grafikfetischist, also, ich finde den Teil einfach wunderbar, also, was mich an grafiktechnischen Schnickschnack so interessiert, mich so eher wenig, das Spiel gefällt mir einfach und basta. Meine Güte, wenn mir einer sagt, das ist hässliche Grafik, warum schon spießen sowas. Hallo? Diese Spiele haben die Maßstäbe gesetzt, mein Freund. Sei ruhig. Ja, ich werde auf jeden Fall auch weitere Teile LPen von Mega Man. Die werden auch folgen, aber ich habe noch andere Projekte noch im Petto, die ich noch gerne auspacken möchte. Also, wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten. Euer Tyler. Bis dann. See ya.